durch mindernde Vergnügen. Was will doch jeden Mensch? Ein Mensch will oben Hanue. Er will oben Genuss, Vergnügen. Er will genießen von dieser Welt. Und jeden einer von unseren Sinne hat Vergnügen. Sachen von Geschmack, Sachen von Hören, Sachen von Sehen, ästhetisch, Landschaft. Sogar die Nase, die nicht immer Leidenschaft hat, die Leute stupfen noch Schnupftabak, um zu riechen. Es gibt in dieser Welt irdische Genussen, man soll sie mindern. Man braucht ein Talmid Chacham, der will die Tora lernen, soll er nicht seine Zeit jetzt verschwenden auf Zigarren, auf alkoholischen Getränke, suchen nach Whisky, die 14 Jahre gewesen in einem Fest und dort belagert. Ich sage manchmal, intelligente Menschen früh morgen rennen zu kaufen Zigaretten. Das ist Zeitverschwendung. Wenn man das mindert, wenn man das reduziert, das bringt der Mensch, um zu heiligen und zu steigen, seine geistigen Werte mehr als seine materialistischen. Weil Torah lernen hebt die Neshama. Irdischen Genuss macht dominant dem Körper. Ich habe nicht gesagt, jetzt soll ein Mensch sich überhaupt nicht genießen. Steht geschrieben, minderen. Das heißt, soll ein Mensch soll doch Hanue haben. Shabbat, Yontef, Simche, gibt es gute Sachen? Mach Hanue, genieß, kein Problem. Aber die Frage ist, was ist die Hauptsache? Ich lebe, um zu genießen, oder ich genieße, weil ich brauche mehr Kraft und Motivation, um die Tora zu studieren. Jetzt, Eliyahu Navi hat gesagt, oder Madanim, oder Luxus, oder Tora. Beide geht nicht. Und wir sehen von dem Lelover Rebbe, als er kam erste Mal nach Amerika, hat man ihm serviert Nachspeise, Kompott, Eis. Er kam aus Polen, er hat nie gesehen in seinem Leben Eis. Und er hat gesagt, Rebbe, warum essen Sie nicht? Sagt er, was ist das? Das ist eine Sache, süße Sache, muss man schnell essen. Sagt er, schnell essen ist schon nicht gut. Etwas, was muss man schnell essen, ist eine Versäumung. Madanim, Süßigkeiten sind da, um ein bisschen Geschmack am Leben zu geben. Steht nicht hier geschrieben, überhaupt nicht Genuss, überhaupt nicht Tanug. Steht geschrieben, Miut. Ein bisschen soll man nicht rennen die ganze Zeit. Ich sehe, wie Leute patern Zeit, sie nehmen Papier, sie legen drinnen Zigarren, bis sie suchen. Ein Mensch schämt sich nicht, zu sein ein Bettler, ein Schnorrer, zu stehen auf die Straße und sagen, können Sie mir eine Zigarette geben? Das ist Rennen nach Genuss. Genauso mit Essen. Wenn einer fährt ganz weit weg, er will nur diesen und diesen Speise essen. Das passt nicht zu einem Tora-Gelehrter. Warum? Weil in dem Moment, wo ein Mensch sucht die ganze Zeit Vergnügen, dann, wenn etwas fehlt ihm, er wird nicht lernen. Er hat nicht das Brot, wie er will, frisch. Er wird nicht essen. Er hat nicht seine Kaffee, Latte Macchiato. Das ist Luxus. Ich habe nicht gesagt, wenn es gibt einen Geburtstag oder Hochzeitstag, trinke einen schönen Kaffee. Aber die ganze Zeit rennen, nur zu kaufen die teuersten und die Luxussachen. Wenn ein Mensch muss reduzieren, er wird schon nicht mehr genießen. Passt ihm nicht diese Matratze, passt ihm nicht diesen Tuch, passt ihm nicht diese Seife und so, wird sein Leben wird sein Kalik. Sagen unsere Weisen, willst steigen bei die Tora, mindernde Vergnügen. Steht nicht geschrieben, total. Steht geschrieben, reduzieren. Nicht die ganze Zeit rennen, nur nach weltlichen Sachen. Weil in dem Moment, wo die Konstellation passt nicht zu deinen Wünschen, wirst du nicht mehr konzentriert sein beim Lernen.